Willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die Dividendenstrategie für Investoren. Viel Spaß bei dem Informationsvideo. Wir schauen uns heute folgende Firmenhistorie an. Risikohinweis: Der Kauf von Aktien kann zum Totalverlust führen und die Dividende kann ausgesetzt werden. Darum bitte ich Sie, das durchzulesen. Hier sehen Sie eine Übersicht für die Dividendenzahlungen. Rechts ist die Stückzahl für die Berechnung der Dividende, falls es ein Aktiensplit gibt in diesem Zeitraum. Links von der Stückzahl sehen Sie die Dividende pro Stück. In der Mitte sehen Sie die Dividendensteigerung in Prozent oder Kürzung in Prozent. Links sehen Sie das Jahr der Dividendenanweisung und rechts von der Dividendenanweisung sehen Sie die Dividendenauszahlung mal der Stückzahl. Rechts sehen Sie die Dividendenrendite, die zum Jahresschlusskurs berechnet wurde. Rechts sehen Sie, um wie viel Prozent die Dividende gekürzt oder minimal angehoben wurde und die Maximalanhebung, die Dividendendurchschnittsrendite pro Jahr und um wie viel Prozent die Dividende erhöht wurde vom Anfang bis zum Ende der Laufzeit, wie viel Dividende diesen Zeitraum ausbezahlt wurde. Hier sehen Sie das Musterdepot, wo wir 5.000 Euro investieren. Man sieht, wie viel Dividende ausbezahlt wurde in diesem Zeitraum. Am Ende sieht man, was aus 5.000 Euro inklusive der Dividendenzahlung für ein Depotwert entstanden ist.